So, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu Assassin's Creed Odyssey. Wo hier gerade erstmal wieder Panik losbricht. Ich werde von meinem Kopfgeldjäger gejagt, der wird von einem Bären gejagt. Alles beim Alten. Was zum Henker? Hier werden Sie besonders wachsam sein. Die haben wir schon getötet, Cassandra. Nachdem Marco gestern Origins weitergespielt hat, hatte ich heute irgendwie Lust auf Odyssey. Hoffentlich heute ohne eine Pflanze zu werden. Und ich hatte gerade noch was im Ladebildschirm gelesen, dass ich meine Ausrüstung und mein Äußeres eigentlich anpassen kann, wenn ich neue finde. Helm unsichtbar. Detaillierte Werte. Ich weiß nur nicht, wo das gehen soll. Mit Viereck? Passe das Aussehen deiner Ausrüstung an. Werte und Effekte werden nicht verändert. Oh, wie cool. Bisher habe ich nicht so wirklich viele Helme. In der Kapuze habe ich leider nur eine Variante. Schade, dass ich noch nicht so wirklich viel habe. Dann bleibe ich halt doch bei der Kapuze. Ups. Wir können uns tatsächlich einfach irgendwie schick machen. Die sehen irgendwie sehr seltsam aus. Trinken aber wahrscheinlich hier in kälteren Umgebungen. Die passen zumindest äußerlich. Was denn mit euch? Ich glaube, am ehesten passen die Söldnerhandschuhe vom Look. Ich meine, es gehört ja auch dazu. Ich habe die Söldnerkapuze und Söldnerhandschuhe. Ich habe tatsächlich sowieso die ganze Söldnerausrüstung eigentlich schon gerade an. Die gibt es jeweils leider auch nur in einer Farbe. Mich, wo ich die restlichen Uniformen finden kann. Ob das die Schätze praktisch sind, die ich finde. Das sieht cool aus. Das würde allerdings farblich besser passen. Oh, da ist ein Gürtel dabei. Ich glaube, ich nehme das. Nicht wechseln, nur das Aussehen wechseln. Schuhen gefallen mir die tatsächlich irgendwie am besten. Obwohl das nur Sandalen sind, aber irgendwas haben sie.
Halbstiefel. Antikenbeinschienen. Ich glaube, ich nehme die hier oben. Schwarzes Eisen. Okay, cool. Gut zu wissen, dass wir das auch anpassen können. Pfeile herstellen. Betäubungspfeile haben wir genug. Ich hätte halt gerne Brandpfeile. Aber die muss ich, glaube ich, erst erlernen. Ich habe keinen Fähigkeitspunkt, aber ich kann mal eben gucken. Ich muss jedes Mal, wenn ich den Stream neu starte, erstmal gucken, was ich eigentlich für Fähigkeiten habe und wie die funktionieren. Den Schilddurchbrecher konnte ich nicht mehr ausrüsten, weil ich nicht genug freie Plätze habe. Aber ich glaube, der Dritt kann mitunter auch Schilde durchbrechen. Dann legen wir mal los. Wir haben uns schick gemacht, dann können wir jetzt loslegen. Ich weiß gar nicht, was ich gerade tun wollte als nächstes. Meine Quest ist... Töte Banditen. Zerstöre spartanische Pentekonteren. Was? Pentekonteren? In der ganzen griechischen Welt? Über eine Schlachten für die Athener in der ganzen griechischen Welt. Da ist dann halt die Frage, werden wir Grieche? Nee, nicht Grieche. Werden wir Athener oder werden wir Spartaner? Ich bin ja mehr für die Athener, muss ich sagen. Wobei ich vielleicht auch einfach gerne neutral bleiben würde, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wo ich einfach für beide arbeiten kann. Ich meine, die Hauptquest führt mich halt gegen die Athener. Schließe alle Banditenlagerziele ab. Zeig mir mal, wo die Banditenlager sind. Wird mir wahrscheinlich nicht angezeigt. Und da sollte ich noch nicht hin. In den Bereich hier unten. Dafür bin ich noch zu schwach. Zumindest war ich das beim letzten Mal. Das sind, glaube ich, Söldner, gegen die ich kämpfen kann, um meine Stufe zu verbessern. Aber dafür bin ich auch noch nicht stark genug. Vielleicht schaue ich mir erstmal hier dieses Fragezeichen an. Und erkunde da mal weiter. Und danach müsste ich mich der Hauptquest stellen, weil ich hier keine Nebenquest mehr habe. Erstmal das Fragezeichen und dann zur Hauptquest weiter. Seid ihr mir böse gesinnt? Ihr dürftet Spartaner sein. Hallo. Okay, seid mir böse gesonnen. Weiß man nicht warum? Renn mir doch nicht durchs Gemetzel, Unschuldiger. Ja.
Oh oh, Tasten verwechselt. Greift er mich gerade an? Oder greift er den Soldaten an? Der greift mich an. Warum? Ich hab dich gerade befreit. Kannst du mir mal sagen, warum du mich angreifst? Du kleiner Idiot. Oh oh. Ich meine, ich mag Feuer, aber nicht, wenn ich selbst in Brand gesteckt bin. Hoffe, du hast mir jetzt nicht meine Waren verbrannt. Aufheben, aufheben, na toll. Ich kann nichts mehr looten. Doch da. Immer looten, was geht. Stehlen, ja, ganz ehrlich. Braucht sowieso niemand mehr. Warum haben die Spartaner mich denn jetzt angegriffen? Zuckerwesen, Hallöchen. Ich hoffe, es geht dir gut. Sind wir denn eigentlich willkommen oder nicht willkommen in der Stadt? Oh ja, Holz immer mitnehmen. Erz immer mitnehmen. Etwas kalt ist mir, aber sonst ja. Zieh dich warm an. Aber ja, es ist echt kalt. Auch hier. Es könnte mal langsam Frühling werden. Arena Militärlager. Was ist hier also? Arena Militärlager. Gut oder böse? Naja, es ist ein Militärlager. Gehört es den Spartanern oder den Athenern? Soll ich da jetzt einfach mal einbrechen? Ich will mir nur nicht den Ruf versauen. Ich würde das so nah an der Stadt liegt, allerdings sagen, es gehört den Athenern. Ja, dieses Spiel ist so schön. Ich gehe erstmal in die Stadt und kümmere mich um die andere Quest, würde ich sagen. Ich kümmere mich mal hier um die Hauptquest weiter. Den soll ich doch töten. Hier gibt es halt auch noch eine Quest. Ich dachte, die goldenen sind Teile der Hauptquest. Die Ausrufezeichen, die goldenen. Das war's mit dir. Ein Schweinchen, wie süß. Hä? Wölfe töten Schweinchen. Nicht mit meinen Schweinchen. Oh.
Wie kann ich eigentlich Betäubungspfeile wählen? Hey! Ich würde dich gerne anheuern, wenn ich ehrlich bin. Aber wieso funktioniert das nicht? Wieso wird sie nicht betäubt? Mein Schiff braucht Seeleute wie dich. Folge uns. Okay, cool. Ich muss zwar mehrmals auf sie schießen, damit sie dann am Ende betäubt ist. Aber ich konnte sie anheuern. Ich finde das immer so dämlich. Wie man jemanden einfach abschießt, um ihn dann anzuheuern. Ich glaube, ich würde mich niemandem anschließen, der mich töten will. Hallo, 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 wer sind Sie? Cassandra, ich habe dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahmst. Odessa, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein. Ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. Odessa. Nun. Auf zu jammern. Nein? Wieso sollte ich mit dir so flirten? Ich habe ganz vergessen, wie schön du bist. So random in die Sache einfach rein. Kein Wunder, dass du verstimmt bist. Du würdest gern die Welt erkunden, stattdessen sitzt du hier fest. Endlich versteht das jemand. Wenn es dir nicht gefällt, tu etwas dagegen. Nicht bevor es meinem Vater besser geht. Ich muss ein paar Dinge für ihn besorgen. Vielleicht kannst du mir helfen. Keine Sorge, ich helfe gern. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du es nicht selbst holen kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Oh, sie ist eine Liebe. Weißt du denn, was ihm fehlt? Nein, nur dass es nicht besser wird. Die Kräuter und die Mixtur lindern hoffentlich den Schmerz. Wenn er stirbt, gehört das ganze Land dir, oder? Ja, aber ich würde es verkaufen. Gäbe es einen besseren Grund, alles hinter sich zu lassen und ein Abenteuer wie Odysseus zu beginnen? Was findest du an Odysseus so besonders? Was hast du nur immer mit Odysseus? Ich bin eine Nachfahrin von ihm und nach ihm benannt. Ja, trotzdem. Ich weiß nicht. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Nur weil ich nach jemandem oder etwas benannt bin, bin ich doch nicht davon so besessen. Nebenquest auf jeden Fall. Da. Finde und sammle die Arzneikräuter. Im Tal von König Lelex. Warte, Quest. Sie sind südlich des Schmieds. Tal von König Lelex. Südlich des Schmieds. Der Schmied ist hier. Wir sind in der Nähe von Persische Triere. Irgendwo hier dazwischen, würde ich sagen. Südlich des Schmieds muss hier irgendwo hier sein. Und Triere ist wahrscheinlich ein Schiff. Also in der Nähe vom Hafen.
Ikaros, yay. Da sind Bösbubis. Oh. Viele, viele Bösbubis. Viele, viele bunte Bösbubis. Was? Das ist aber nicht das Ziel, was ich suche. Das sind die Kräuter, oder wie? Okay. Ja, ich weiß es doch. Ich hatte Ikarus doch gerade gerufen. Aber mal gibt's noch mehr. Das sind die Kräuter, die Odessa braucht. Okay, die Triere ist offenbar hier an Land gespült worden. Und hier sind Wölfe, natürlich. Immer so sonst, also Wölfe, ein Wolf. Ich wollte halt eigentlich nicht gegen ihn kämpfen. Ich mag doch Wolfies. Kaufe die Mixtur. Nachdem wir alle Kräuter haben. Ich weiß, wir könnten theoretisch mit Odessa schlafen. Aber ich finde irgendwie die Gelegenheiten, in denen wir sagen, hey, du siehst so toll aus und mit dir flirten, total unpassend. Megaris, die Stadt der Schweine. Und teilweise finde ich es auch einfach unpassend generell, was man so sagen kann. Hallo, du bist mein Pferdchen, oder? Okay, wir dürfen hier rein. Schweinchen! Voll sweet. Mit ihrem Ringelschwänzchen. Und Hundis. Ägypten waren Katzen, Griechenland sind Hunde. Okay, Das müsste der persönlich mag Händler ich sein, den Odessa erwähnt hat. Katzen lieber, aber Hunde sind auch voll süß. Sag es deinen Freunden, deiner Familie, die besten Waren, die man kaufen kann. Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Odessa schickt mich. Na, natürlich, die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg machen. Moment. Sie hat das noch nicht bezahlt? Odessa sagte, sie bezahlt es dir später. Hör zu, ich verschenke meine Waren nicht. Musst du auch nicht. Sie sagte, sie legt noch was drauf für deine Mühen. Na gut, aber nur weil sie es ist. Und sie soll sich beeilen. Sag ihr das, ja? Warum soll ich dafür zahlen? Okay, bring die Gegenstände zurück zu Odessa. Ich klau mal eben euer Pferdchen, oder? Da seid ihr mir bestimmt nicht böse. Na, dieses Spiel ist so schön und es hat so schöne Musik. Ich kann hier drin auch einfach nur Stunden verbringen und durch die Gegend laufen. Das Pferd ist mir ganz schön träge im Gegensatz zu meinem. Oh, Wölfies. Weh, ihr greift mein Pferd an. Was? Was?
Oh oh. Was soll das? Entschuldige, Hühnchen. Oh, du standst mir im Weg. Ganz ehrlich, was soll das? Oh oh, Odessa. Die Männer kamen im Auftrag des Anführers von Megaris. Odessa hat ihnen wohl Probleme bereitet. Und sie wollen das Anwesen ihres Vaters. Oh oh. Sie kann sich zumindest verteidigen. Blutbeschmiert bist du noch viel schöner. Im Spiel würde ich zutrauen, dass da sowas kommt. Sind die Kräuter und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Warum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Ich habe gar keinen Brief gelesen. Hätte ich dann einen Brief lesen sollen? Dass sie es auf dich abgesehen hatten. Nur dich, nicht mich. Das kann ich nicht glauben. Es geht wohl um das Land deines Vaters. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihr beide sterbt, damit sie es bekommen. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Naja, das Leben besteht doch nicht nur daraus, sich einen Namen zu machen. Ich passe auf dich auf. Niemand darf diesem Gesicht etwas anhaben. Ohne Schmerz, kein Ruhm. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Zeig mir, was du damit meinst. Was? Warum nimmst du mich nicht mit hinein und zeigst mir ein bisschen Schmerz? Oh, das würde ich lieben. Lol. Aber versteh doch, jemand will mich umbringen. Wie könnten wir das ignorieren und uns stattdessen einfach so vergnügen? Und wie verbleiben wir dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Zum Henker. Ich brauche nur deine Hilfe. Das überrascht mich nicht. Ich lass dich wissen, ob du sie bekommst. Also ich finde die Flirt-Szenen hier irgendwie sehr strange, wenn ich ehrlich bin. Okay, du hast eine neue Aufgabe für mich. Entschuldigung. Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu erfahren? Immer. Das dachte ich mir. Du wusstest, dass sie hinter mir her waren. Und du hattest recht. Ich hätte gern einen Beweis dafür. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wird sie. Und dann kann ich endlich in die Fußstapfen von Odysseus treten. Ich kann ihr jetzt auch nicht ständig... Ist ja gerade gesagt, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Es kommt wieder die nächste Anpackerei. Ganz ehrlich, ich würde am liebsten was ganz anderes sagen, als eine von den drei Möglichkeiten. Warum willst du überhaupt Odysseus sein? Steht in den Geschichten über Odysseus nicht auch, dass er ein guter Liebhaber war? Wirklich? Muss mir entgangen sein. Was zum Geier sind das für Optionen? Du sagtest, du wärst gerne wie Odysseus. Aber wir können mehr erreichen. Wir reden weiter über uns, wenn alles erledigt ist. Der Brief, den du fandest, stammt vom Anführer von Megaris. Es muss Beweise dafür geben, was er vorhat. Wenn es einen gibt, dann bei ihm zu Hause. Dann geh dorthin. Ich finde einen Beweis. Gut, ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Angenommen, ich finde den Beweis, den du brauchst. Was dann? Dann erzähle ich es allen, die mir zuhören. Der Anführer würde mich und meinen Vater nicht töten, wenn jeder seine Pläne kennt. Der Plan hat so ein bisschen Schwachstellen, denke ich. Hast du eine Idee, wonach ich suchen muss? Der Anführer ist der mächtigste Mann in Megaris. Versteh doch, ich kann ihn nicht anklagen, wenn ich nicht beweisen kann, dass er hinter mir her ist. Na, den Anführer sollen wir doch sowieso umbringen.
Ich finde den Beweis, wie er auch aussehen mag. Die wahre Geschichte. Zum Haus des Anführers und rausfinden, was los ist. Ach, ich weiß, wo das ist. Oh, und ich glaube, wir werden gerade angegriffen. So, das Haus des Anführers. Finde Hinweise, die eine Verbindung zwischen den Anführer von Odessa aufzeigen. Der Anführer bewahrt die Wertsachen in seinem schwer bewachten Haus auf. Oh oh. Warte mal. Mein Kopfgeld dürfte bald weg sein. Eigentlich. Dann bin ich auch diesen blöden Söldner mal los. Ich weiß nicht, Cassandra als Flirterin ist irgendwie so höchst aufdringlich. Ich meine, ich habe jetzt ein paar Mal versucht zu flirten, einfach weil ich wissen will, was dann passiert. Aber irgendwie finde ich es doch sehr aufdringlich, wie sie vorgeht. Also ich würde sagen, wir gehen erst zum Haus und dann zum Anführer. Weil es andersrum für mich irgendwie recht wenig Sinn macht. Wenn wir den Anführer töten, ergibt die Quest mit, ich muss den Anführer in Verruf bringen, halt so gar keinen Sinn mehr. Ups. Das ist also das Haus des Anführers. Schön. Sie werden mich suchen. Ich muss vorsichtig sein. Ja, ich musste ja erstmal gucken, wo das Haus ist. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich mit Icarus da am besten einen Weg reinfinde. Da unten liegt ein Rätsel. Da ist ein Grab. Was sind das Schätze? Könnte ich über die Stadtmauer vielleicht kommen? Da ist noch ein Schatz. Aber das gehört nicht mehr da dazu. Über die Stadtmauer wäre gerade, glaube ich, der einfachste Weg. Vielleicht nicht über die Leiter. Das ist es. Wenn es Beweise gibt, dann dort. Ich muss vorsichtig sein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Der würde mir wahrscheinlich was tun, wenn er mich bemerkt, oder? Der gehört doch bestimmt zur... Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Wache. Also im höchsten aller Gebäude gibt es die Beweise. Wo quatschen die? Die der beiden da drüben? Jedes Mal, wenn ich auf meinem Schiff bin, muss ich die ganze Zeit kotzen.
Da ist wohl jemand seekrank. Es wäre doch eigentlich am logischsten, oben entlang zu gehen. Zum Glück kann Cassandra so unglaublich weit springen. Ist hier jemand? Guck, guck. Nein, okay. Muss ich die Sachen anzünden? Sind da so Sachen? Oder waren das einfach nur Schätze? Nein, nicht pfeifen. Ich würde nur die Waffe wechseln. Wäre ganz gut, wenn das niemand mitbekäme. Das süße Schweinchen hier auf den Tisch. Voll niedlich. Wo führt mich die Hauptquest hin? Da rein. Also da unten rein. Hier liegt noch das Rätsel. Die Rätsel kümmere ich mich später. In diesem Brief steht, dass Odessa noch andere Söldner angeheuert hat. Ich frage mich, wozu. Odessa hat Söldner angeheuert. Wir hatten vor kurzem eine schöne Begegnung. Odessa hatte Xenokles, die Hyäne, als Leibwächter angeworben. Der Söldner wurde getötet, aber er hat mich zahllose Leute gekostet. Odessa, was planst du? Der Anführer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Oh. Klingt nach einem Plan, an das Anwesen des Vaters zu kommen. Palemon wird ein feiner Verehrer für Odessa. Seine Familie ist unserer Sache treu ergeben und er wird mit Odessa verfahren können, wie er will. Boah. Hochzeit heißt nicht, dass du mit deiner Frau verfahren kannst, wie du willst. Lump. Muss ich dir mal in den Hintern treten? Okay, dass sie darauf keinen Bock hatte, wahrscheinlich. Auf so eine Zwangsehe und deswegen Söldner angehört hat, kann ich sehr gut verstehen. War das in der Gegend alles? Na, ich wollte eigentlich die... Das ist es auch nicht. Länger drücken? Ah, diesen Scanner. Aber der scheint mir gerade nichts anzuzeigen. Wahrscheinlich muss ich nach unten. Oder? Da. Dieser Brief erwähnt Odessas Anwesen und dass sie es unbedingt haben wollen. Mit allen nötigen Mitteln. Ihr Anwesen ist nötig für unseren Plan. Unter Umständen müssen wir bald drastische Schritte unternehmen. Aha.
Wo ist das letzte? Da drüben. Einer von Odessas Verehrern starb auf mysteriöse Weise nach ihrem Treffen. Mhm. Keine Konkurrenz halt. Ich dachte, dass Praxis gut mit Odessa vorankommen würde. Aber da habe ich mich getäuscht. Ich weiß, dass sie an seinem Tod beteiligt war. Ach, so rum. Wahrscheinlich war der Söldner, die Hyäne, dafür verantwortlich. Jetzt müssen wir einen anderen Verehrer finden. Gib mal her, was ihr da habt. Euer Chef wird das eh nicht mehr brauchen. Wo ist denn der andere Schatz? Den würde ich halt gerne noch mitnehmen. Schatz? Da drüben ist der Schatz. Was bist du? Ach, das ist einfach nur das Zeichen für das Haus. Das ist einmal Kriegsvorräte. Es fehlt noch einmal die Kriegsvorräte. Befehlshaber ausschalten, der steht hier. Wo sind die restlichen Kriegsvorräte? Es sollen noch drei sein. Nummer eins steht hier. Ah, hier. Genau unter mir. Und der Schatz steht da drüben. Und der Anführer ist da drüben. Wenn ich den hier töte, glaube ich, werde ich entdeckt. Gut. Der ist im hohen Gras, da kann er liegen bleiben. Die beiden Schätze fehlen nur noch. Die beiden Sachen verbrennen und einen Schatz. Ich bin eine Blume. Der schaut dann in meine Richtung. Das ist sehr, sehr ungünstig. Vielleicht den anderen Weg nehmen. Was war das? Danke. Leg dich mal da hin, ich glaube, hier läuft niemand rum. Jetzt einmal ganz außen rum, um von dem Kerl nicht erwischt zu werden.
dass der da drüben ein bisschen doof ist. Und mich nicht gesehen hat. Ups, er hat mich jetzt gesehen. Komm her. Was ist das für ein Geräusch? Noch jemand da, der mich gerade sucht? Sieht gerade nicht so aus. Wenn ich sie alle markiert habe. Habe ich hier den zweiten Schatz geplündert? Dann fehlen noch die Sachen, die ich verbrennen muss. Nummer 1. Vielleicht solltest du die Fackel lieber wegstecken. Das wäre ein bisschen auffällig. Liegen lassen. Es ist ja gerade keiner mehr da. Die zweite Sache, die ich verbrennen muss. Hier unten drunter, glaube ich. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Wo ist das, was ich verbrennen muss? Da. In der Nähe von dem Kerl hier. So in dieser Richtung. Steht er hinter der Mauer? Da. Okay. Yay. Ort abgeschlossen. Jetzt einfach verschwinden. Ich glaube, ich habe fürs Erste genug. Ich sollte zurück zu Odessa. Einfach so tun, als wäre man nie hier gewesen. Und es wird niemanden geben, der etwas anderes behaupten kann. Aber hier war noch ein Schatz irgendwo. Ich liebe dieses Stealth-System. Okay, da komme ich nicht dran. Dann gehen wir einfach mal zu Odessa zurück. Oh, Hundi. Pferdchen! Ab auf! Wo ist der Ausgang? Erstmal episch im Kreis reiten. Ups. Erstmal episch in den Hauptmann reinreiten. Moin, ich komme später wieder zu dir. Der Anführer von Megaris ist hinter Odessas Anwesen her. Und er hat eine Ehe für sie arrangiert, um es nach dem Tod ihres Vaters in die Finger zu bekommen. Aber in den Briefen steht auch, dass ein Verehrer ermordet wurde. Und niemand weiß wie, obwohl bekannt ist, dass sie Söldner angeheuert hat.
Du bist zurück? Mit guten Neuigkeiten? Das habe ich herausgefunden. Lass uns erst noch Spaß haben. Wie wär's? Sie wollte die Sache beenden, bevor ihr Spaß habt. Wie wär's, wenn du das akzeptierst und nicht dreimal versuchst, mit ihr zu flirten, bevor die Sache beendet ist? Ich weiß noch nicht, ob sie gut sind oder nicht. Ich habe zwei Beweise dafür gefunden, dass sie hinter dir her sind. Gut. Und warum sind sie es? Einmal wegen des Vermögens deiner Familie und einmal wegen einer arrangierten Ehe. Das reicht, um zu beweisen, dass ich das Opfer bin. Du hast andere Söldner angeheuert? Oh, nur für kleine Aufträge hier und da. Es gibt immer irgendetwas, wobei sie hilfreich sein können. Der Mann, den du heiraten solltest, wurde ermordet. Das waren bestimmt dieselben Leute, die auch mich töten wollen. Mhm, oder vielleicht auch einfach du. Ich kann es doch verstehen, dass du keine Zwangsheirat haben willst. Nach allem, was ich fand, weiß ich jetzt, was hier vor sich geht. Und das wäre? Ich sehe sie halt trotzdem als Opfer, ganz ehrlich. Selbst wenn eine Zwangsehe arrangiert war, damit sie an den Hof kommen und sie hat einen Söldner losgeschickt, um den Kerl zu töten. Finde ich sie immer noch als Opfer der Zwangsehe. Du trägst keine Schuld an all dem. Du willst nur dein eigenes Leben leben. Natürlich will ich das. Ich habe nichts Falsches getan. Ich will nur einen gesunden Vater und endlich meine Reise beginnen. Gib deine Träume auf. Deine Reise wird bald beginnen. Lass uns erst die Lacken... Ey, diese Antwort ist gut. Du kannst anfangen, nachdem wir unseren Spaß hatten. Deine Versuche schmeicheln mir. Sag mir, womit willst du mich diesmal in Verzückung versetzen? Das ist ein Geheimnis. Zieh mich aus und finde es heraus. Ich denke nicht so weit voraus. Wenn du mich ausziehst, findest du es heraus. Das kriege ich hin. Da könnte ich glatt ins Schwärmen geraten. Sag ich doch. Also, das war's dann. Mehr gibt es jetzt nicht zu tun. Ey, ein bisschen 6 am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Könnte es Teil meiner Mannschaft werden. Es muss trotzdem kein Abschied sein. Komm mit auf mein Schiff. Du wärst immer an meiner Seite. Und es wäre schön, von hier wegzukommen. Schön? Was ist mit deinem Vater? Dank deiner Hilfe fühlt er sich schon sehr viel besser. Und du hast keine Angst, dass ihn jemand angreift? Ich werde ein paar Leuten erzählen, was du herausgefunden hast. Solange wir die Beweise haben, ist er sicher. Ich freue mich, dich an Bord zu begrüßen. Yay! Ich meine, der Bogen ist schlechter als meiner, aber yay! Okay, die Aufgabe ist erledigt. Die Schweine! Diese Koop-Aggression. Okay, dieser wildgewordene Hirsch wieder. Was ist denn nun los bei euch? Was ist dein Problem? Verschwende! Diese Amokirsche. Okay, nächste Quest wäre dann ja wohl die Hauptquest. Den Anführer der Athena umbringen. Und wir wissen, wo er ist. Wir haben halt gerade wirklich nichts anderes mehr zu tun. Dann wäre es doch mal an der Zeit, uns der Aufgabe zu widmen. Der Anführer ist jetzt angreifbar. Lebe wohl, Anführer. Ah! Schweine! Wie die Schweine ihre Herren angreifen. Hi! Aggressionsschweine! In der Richtung.
meine, ich will eigentlich lieber für die Athener arbeiten, aber die Möglichkeit habe ich ja gerade nicht. Der Anführer ist da, seine Wache ist da. Sag mal, willst du nicht zu mir an Bord kommen? Kann sie niederschlagen und ich kann sie eliminieren. Eigentlich, wie gesagt, möchte ich so wenig wie möglich. Opfer. Gift. Ich dachte, seine Leibwächter werden sich von ihm abwenden. Es tut mir sehr leid. Aber ich kann gerade nicht anders. Hey, ich brenne. Wo ist er denn jetzt wieder hin? Wieso rennt er ständig weg? Wo ist er denn hin? War er das jetzt? Du bist der Anführer. Wie feige kann man sein und einfach die ganze Zeit wegrennen? Der Anführer der Athener ist tot. Ich kehre zur Stentor zurück. Sei froh, dass ich dich leben lasse. So. Die Aufgabe wäre also erledigt. Melde dich bei Stentor. Wo war Stentor? Da drüben. Du bist Stentor? Nein. Doch. Du bist Stentor. Gut. Interessant, dass ich für das Töten des Anführers kein Kopfgeld bekommen habe. Stories ansehen. Nein. Bitte nein. Irgendein Online-Ding, nein. Inventar. Wir was Neues. Aber nichts, was wirklich besser ist. Wir haben gerade Kriegerschaden und Jägerschaden. Attentatsschaden und Giftschaden. Wäre halt auch ganz cool. Ich meine, klar, wir werden dadurch schwächer, aber wenn wir das Ganze aufleveln, was wir könnten, wird der Bogen ja wieder stärker. Giftschaden finde ich eigentlich immer cool. Attentatsschaden. Warum haben wir diesen Rock an? Ich dachte, wir haben den hier an und nur vom Aussehen her den da drüben.
Und wir haben neue Schuhe. Die sind aber auch nicht besser. Funktioniert das so nicht? Ich dachte, ich kann die Schuhe praktisch anlassen, aber das Aussehen von denen annehmen. Ja. Boah, keine Ahnung, warum das vorher irgendwie nicht funktioniert hatte. Auf jeden Fall dürfte das jetzt soweit gut sein. Ich möchte eigentlich gerne lernen, wie ich Brandpfeile herstellen kann. Tierbändigung. Zähme bewusstlose Wölfe. Es kann immer nur ein wildes Tier auf einmal gezähmt werden. Oh, ein Tierbegleiter! Regen der Zerstörung. Weise diese Fähigkeit zu, um sie zu nutzen. Lass eine Pfeilsalve in einem Umkreis von 3 Metern niederschlagen, die 300% Jägerschaden anrichtet. Erhöht den Jägerschaden um 20%. Bei Einsatz von Jägerfähigkeiten werden keine normalen Pfeile mehr verbraucht. Ja, darin bin ich halt einfach nicht gut. Präzises Attentat. Führe einen Schleichangriff mit tödlicher Präzision aus, der 100% Attentatsschaden anrichtet. Dafür musst du in Reichweite unterhalb eines Konflikts sein. Ich weiß nicht, wie ich Brandpfeile herstellen kann. Rufe einen deiner Bootsleute, damit er deine Gegner für mindestens 30 Sekunden ablenkt. Na. Okay, das heißt, vielleicht muss ich Pfeilspitze beim nächsten Mal aufleveln, um Brand- und Giftpfeile herstellen zu können. Dann merke ich mir das mal vor. Ich renne durch eure Stadt und habe euren Herrscher getötet. Und dennoch will mich niemand aufhalten. Okay. Nehme ich halt einfach mal so hin. Hallo, mein Hübscher. Na los. Reit mich mal ganz, ganz schnell zu den Spartanern zurück. Ella. Ich habe hier noch offene Fragezeichen. Und los geht's. Da drin? Waren die Quest da drin? Ella. Ah, da hinten. Na du. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldnerin. Was gibt es Neues? Der Athener-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen.
Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Ich tue nur, was ich tun muss, um meine eigenen Ziele zu erreichen. So. Töten wir ein paar Athener? Nein. Ich kämpfe stolz an deiner Seite. Ja, diesen Platz hast du dir verdient. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut. Zum Lager der Vorhut? Was? Ich treffe dich dort. Wir sehen uns beim Lager. Gut, aber verspäte dich nicht. Wir greifen bald an. Ich denke, wir erkunden noch ein bisschen. Die letzte Anstrengung. Wir hatten doch plötzlich neue Aufgaben. Oder hatten wir die alle schon erledigt? Diese Burgen bedeuten doch... Genau, das sind die Räuberverstecke. 3 hatten wir schon. 4 haben wir schon. Mehr gibt es in der Gegend auch nicht. Ist das denn auch ein Räuberversteck? Der Hafen? Vielleicht machen wir erst noch den Hafen. Schnellreise nach... Hier drüben. Schnellreise. Nein! Ah! Nicht markieren. Schnellreisen sollst du. Markierung setzen wir beim Turm. Schnellreise. Viereck. Wobei die Schnellreise irgendwie gar nicht mal so schnell ist. Bei dem Ladebildschirm der PS4. Angriffe von hinten. Umgehe deine Gegner, indem du auf sie zusprintest, werden sie angreifen. Du kannst dann von hinten angreifen. Lange Waffen sind gut, um Abstand zu halten. Schwere Waffen sind langsam, aber stark. Solche Schwerter sind schnell und vielseitig, aber ihre Reichweite ist gering. Bedürfnisse? Okay. Die Angriffe von Gegnern unterscheiden sich nach ihren Waffen, ihrer Stufe und ihren Fraktionen. Achte gut darauf und lerne. Die Hinweise sind zumindest tatsächlich hilfreich. Wir springen da jetzt nicht einfach kopflos runter. Auf zum Hafen. Auf und davon. Wo kam das nochmal her? Ich weiß es nicht. Der liegt hier immer noch da. Ich hab dich doch nur niedergeschlagen. Scheint aber eher so, als wäre das was von den Athenern. Und nicht nach Banditen. Los, nicht sehen lassen. Das sind Athener und keine Banditen. Okay, dann bin ich umsonst hierher gereist. Okay, dann reiten wir zurück. Denn die Schnellreise ist mir ein bisschen zu langsam. Und weiter. Los. Die Hauptquest ist noch ausgewählt? Oder eher nicht? Nein, der Hauptquest bitte einmal dorthin. Hat sich jetzt voll gelohnt.
Aber dann heißt das auch, dass die roten Türme nicht gleich Banditenlager sind. Was dann wiederum bedeutet, ich weiß nicht, woran ich Banditenlager erkenne. Entschuldigung. Bin hier nur eben auf der Durchreise. Um eure Stadt zu übernehmen. Schließe dich Stentor in der Eroberungsschlacht an. Ja, Pferdchen. Vielleicht gehe ich jetzt zum Schmied. Bewegung. Entschuldigung, Pferdchen. Wir gehen erstmal zum Schmied. Und schauen, wie ich meine Waffen verbessern lassen kann. Ella. Was? Ich wollte nicht. Ich wollte nicht kämpfen. Ich wollte zum Schmied. Da hinten. Okay. Hi. Was brauchst du? Ich will was verbessern lassen. Ich würde gerne... Lohnt sich das schon? Von Stufe 10 auf 11? Meinen Bogen verbessern lassen auf jeden Fall. Attentatschaden und Giftschaden erhöht. Yay! Alles andere weiß ich nicht, ob sich das schon lohnt zu erhöhen. Das meiste ist ja auf Stufe 10, was wir tragen. Eigentlich ist jetzt sogar alles auf Stufe 10. Vielleicht kann ich mal schauen, was wir so an Kopfgurten haben. Schwertschaden, Giftschaden, Jägerschaden, Feuerschaden, Schaden bei Tieren, kritischer Schaden. Adrenalin. Giftschaden erhöhen. Ich meine, ich benutze hier im Grunde fast immer Gift. Jägerschaden, Schaden bei aufgeladenen Angriffen mit dem Bogen. Jägerschaden, Kopfschussschaden. Dafür müsste ich besser ein Kopfschüssen sein. Feuerschaden, also sobald ich Feuerschaden habe, wäre das mega stark. Aber noch habe ich halt keinen Feuerschaden. Aber wir wollen den Bogen ja wahrscheinlich eh eine Weile behalten. Was kann ich denn bei Rüstung eigentlich gravieren lassen? Das muss ja was anderes sein als bei den Angriffswaffen. Schwertschaden, Kriegsschaden, Schaden mit Schwert und Dolchen. Jägerschaden, Kopfschussschaden, Feuerschaden. Ich hoffe, man kann die Gravuren später eventuell auch noch austauschen. Später. Dabei belasse ich es jetzt erstmal. Pferdchen? Pferdchen! Lauf doch nicht weg! Vorwärts! Wohin so eigentlich? Ganz ehrlich, ich muss zu eurer Schlacht. Zu eurem Schlachtmeister.
Na los, komm. Alles gut. Entschuldigung, ich habe doch niemanden überrannt. Bist du bereit, die Athena zu vernichten? Nein. Eroberungsschlachten. Sobald die Staatsstärke niedrig genug ist, wird eine Eroberungsschlacht verfügbar. Sowohl Athen als auch Sparta belohnen Eroberungsschlachten mit epischer Ausrüstung. Anstatt zu verteidigen, ist einfacher, bietet aber weniger Belohnungen. Anstatt anzugreifen, ist schwieriger, aber lohnender. Okay, wir müssen jetzt angreifen. Ich bin bereit für den Krieg. Krieg ist immer gleich und kacke. Da bin ich doch mal gespannt, wie das jetzt läuft. Wie wir einfach Doppelagent eigentlich sind. Weil wir eigentlich ja für Sparta, gegen Sparta sind und für Athen. Ups. Hab den Fall schon getreten. Entschuldigung. War. Tod für Athen in der Richtung gerade mal. Ihr Schild-Tinies, euer Schild bringt euch nichts, wenn ich euch den Boden werfe. Na, nicht die Spartaner angreifen. Gift ist grandios. Ups. Nein, den da. Ach komm. Bah. Wo bleibt mein Gift? Oh, ich muss noch laden. Oh, oh. Gift lädt gerade auf. Ach, grandios. Renn hier nicht weg und dreh mir nicht den Rücken zu. Wie viele Gegner gibt's denn hier, die ich besiegen muss? Nein, ich... Na, nimm dir den! Hey! Nimm dir den hier. Der hat zumindest kein Schild, die sind mir deutlich lieber. Dass die Spartaner mich jemals noch für sich kämpfen lassen, nachdem ich so viele Leute von ihnen abgemetzelt habe. Du bist eh gleich tot. Das Gift müsste das doch eigentlich regeln.
Wie das Gift das nicht regelt. Hey. Ich sehe schon, dass mein Gift definitiv noch zu wenig Schaden macht. Ach, da oben ist die Anzeige, wie viele Gegner man besiegen muss. Ich würde sagen, das haben wir geschafft. GG, Spartaner. 23 Soldaten getötet, einen Hauptmann getötet. Der Wolf verlangt, den Söldling zu sehen. Wir werden gleich bei ihm sein. Hallo, Daddy. Respekt. Er wünscht, den Söldling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso. Ich verstehe nicht, wieso der Omorum nackt ist. Das ist keine gute Rüstung. Nun gut. Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern. Yay, Daddy besuchen! Seltenheit und Gravuren. Ausrüstungsstücke mit unterschiedlicher Seltenheit bieten unterschiedliche Vorteile. Mit Gravuren können bei Schmieden weitere Vorteile hinzugefügt werden. Ja, das wissen wir ja doch schon. Ich bin ein einfacher Mann. Ich höre obenrum nackt. Ich schalte auf diesen Tab zurück. Marco. Ja, jetzt hast du den obenrum nackten Soldaten verpasst. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum er obenrum nackt war. Da ist die Quest. Wir haben Neues im Inventar. Eine neue Haube. Die aber nicht besser ist. Episch. Kampfhandschuhe des Ares. Habe ich nicht eben gerade erst unsere Handschuhe? Nein, habe ich nicht. Okay, wir haben 5 Attentatschaden, 3 Adrenalin-Treffer. Kriegerschaden, Gesundheit, Gift und Brandwiderstand. Aber Kriegerschaden. Ich mag keinen Kriegerschaden. Aber plus 2 Gesundheit. Bin nicht so begeistert von diesen Handschuhen fürs Erste. Nein, ich habe ihn gesehen. Das hat gleich deinen ganzen Morgen wieder verschönert. Wie mein Freund mein Stream nur schaut, wenn er nackte Männer darin sieht. Wie bin ich hierher geraten? Also gut. Was soll ich denn sagen? Hallo, Daddy. I am back. Fand ich ganz coole Worte eigentlich. Du bist also die Heldin, der wir den Sieg verdanken. Sag mir deinen Namen, damit ich dich als Kriegerin würdig empfangen kann. Chere, Pater. Es ist lange her. Unmöglich. Ich sah dich fallen. Ich bin nicht gefallen. Du hast mich in den Tod geschickt. Ich tat, was von mir als Spartiaten erwartet wurde. Ich habe meinen Frieden gemacht. Mach du den deinen. Du warst mein Vater. Du hättest mich beschützen müssen. Du warst leichtsinnig.
Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich habe meinen Bruder beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Alexios sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Cassandra. Ich lebe und sterbe als Spartiat. Es winkt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Bist du deshalb gekommen? Ich lebe und sterbe als Spinat. Oh nein, ich hasse Spinat. Okay, Rahmspinat geht. Ich bin hier, um mich zu rächen. Ich bin hier, um den Antworten zu bekommen. Beides? Ganz ehrlich, wenn ich die Wahl hätte, entweder Land oder Familie, ich würde immer Familie wählen. Was ist das bitte für eine Scheiße? Ich bin Spartiat an erster Stelle. Du hast dich lange genug gedrückt. Jetzt wirst du dich verantworten. Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich und deinen Bruder, als wärt ihr die meinen gewesen. Aber das wart ihr nie. Was meinst du? Das ist eine Frage. Die musst du deiner Mutter stellen. Warte. Finde deine Mutter. Sie finden? Wo Murina auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Findest du sie vielleicht in deinem Arsch? Meide die Schlangen im Gras, Cassandra. Ich muss von hier verschwinden. Ich sollte zurück zu Barnabas. So, nachdem wir das geklärt haben. Ausrüstung verbessern. Ich weiß doch, wie man Ausrüstung verbessert, Spiel. Warum sagt ihr mir das alles nochmal? Fähigkeiten. Nein, nicht Fähigkeiten. Inventar. Was habe ich gerade bekommen? Eine Klinge. Eine legendäre Klinge. 7% Kriegerschaden. Und was habe ich hier? 4 Schaden gegen Athener Soldaten, Giftschaden. Okay. Ich werde euch gleich aufbessern. Dann dürftet ihr stärker als das Schwert sein, das ich gerade habe. Und ansonsten war's das. Kein Fähigkeitspunkt, nur eine neue Quest. Cassandra wusste, dass sie seit ihrer Konfrontation mit Nikolaus, sie musste aus Megaris fliehen oder sich den Zorn des gesamten spartianischen Heeres stellen. Oh oh. Sprich mit Barnabas. Barnabas ist der Typ auf unserem Schiff, okay. Ist jetzt nicht so gut, dass das Schiff
Nun ja, im spartanischen Hafen liegt. Und ich würde gerne zum Schmied gehen. Um mich zu verbessern. Aber auch der Schmied liegt im spartanischen Gelände. Mal schauen. Schnellspeicher mal kurz. Mal schauen, ob wir gleich umgebracht werden oder nicht. Vielleicht nicht hier runter. Vielleicht gehen wir doch den normalen Weg nach unten. Ein kleiner Spaziergang in feindlichem Gebiet. Ist doch ganz, ganz spaßig, wenn uns niemand sieht. Bisher scheinen wir noch nicht angegriffen zu werden. Ich will das Holz. Gib mir Holz! Okay, ich hab Holz. Wolf! Ich wollte Holz und nicht Wolf. Ah, Dolche. Ich liebe Dolche. Viel besser. Danke. Oh oh, böse, böse Wolfies. Warum müsst ihr so böse sein zu mir? Ich hätte euch einfach leben lassen. Wahrscheinlich werden wir jetzt aufgeschlitzt. Aber dann dürften wir ja gar nicht mehr zu unserem Schiff kommen. So, alles gut bisher. Verbessern. Erstmal verkaufen alles, was wir so nicht mehr brauchen. Dann verbessern. Den Dolch, den wir gerade haben. Ist das ein Dolch? Schwert. Aber es sind zwei Schwerter. Okay, es sind halt zwei Schwerter. Trotzdem sind es Schwerter. Ach, schade. Ich könnte eigentlich gleich schon wieder leveln. Und dann kann ich eigentlich gleich die Waffen schon wieder leveln. Ich belasse es jetzt erstmal nur beim Schwert. Damit das zumindest auf Stufe 11 ist und nicht auf Stufe 9. Den Rest der Ausrüstung dann vielleicht im nächsten Level. Und eine Gravur möchte ich jetzt dem Dolch noch geben. Schwertschaden, Giftschaden, Jägerschaden, Feuerschaden, Schaden bei Tieren, kritischer Schaden, Attentatschaden. Attentatschaden sind immer halt nur 2%. Kritischer Schaden wären 5%. Feuerschaden, Giftschaden. Giftschaden wollte ich dir halt wiedergeben eigentlich. Adrenalin ist halt auch nicht so verkehrt. Kritische Trefferchance. Ich bleib aber Giftschaden. So, wir können weitergehen. Ihr tut mir nichts. Auch wenn ich gerade euren Anführer fast getötet hätte. Ba-ba-ba-bam. Wir haben den Bereich aber gut abgegrast. Ich glaube, es gibt nichts, was wir hier noch nicht erledigt hätten. Ich mag die Baukunst hier. Auch wenn das gerade nicht gerade die beste Stelle ist, um das zu sagen.
In den Häfen einiger Städte kannst du dein Schiff zu dir rufen, wenn du dich in einer Schiffrufzone an Land befindest. Okay, danke. Hundi! Mein Schiff! Barnabas! Leg die Zügel an, wollte ich gerade sagen. Und? Hast du deinen Vater ermordet? Stiefvater. Die Götter werden dich wohl nicht so hart verurteilen für einen Stiefvatermord. Nikolaus hat mich aufgezogen, ausgebildet. Er war mein Vater. Auch wenn er mich umbringen wollte. Macht es das jetzt besser oder schlimmer? Egal. Deine Familie ist nicht die einzige, die kompliziert ist. Blut macht vor allem nicht eine Familie aus. Aber ich muss sagen, sowohl in Origins als auch in Odyssey sind die Seemänner, also die, oh Gott, Kapitäne der Schiffe, auf denen man reist, ziemlich cool. Danke, Barnabas. Ich kann mich glücklich schätzen, dich zu haben. Ich bin gern für dich da. Kann ich sonst etwas für dich tun? Meine Martha zu finden. Sie lebt, Barnabas. Zumindest hat Nikolaus das geglaubt. Das sind gute Nachrichten. Gesegnet sei Hera. Was nun? Welchen Kurs soll ich anpeilen? Zuerst müssen wir nach Phokis. Elpenor wollte mich dort treffen. Er schuldet mir Geld und eine Erklärung. Also gut, Cassandra. Aber lass uns gleich um die Weisheit der Pythia bitten, wenn wir da sind. Wenn jemand Antworten für dich bereithält, dann das Orakel von Delphi. Na, wir werden das Orakel von Delphi treffen. Das finde ich voll cool. Aber eigentlich schuldet er uns kein Geld, denn wir wurden doch dafür beauftragt, den Wolf umzubringen. Wir haben den Wolf nicht umgebracht. Wir haben viele Wölfe umgebracht, aber nicht den Wolf. Ich denk drüber nach. Gut. Könige und Königinnen reisen nach Phokis, um die Pythia zu befragen. Sie kann Kriege beginnen oder beenden. Man sagt es... Ja, ich weiß. Genug Orakelgerede fürs Erste. Zurück zum Wesentlichen. Du weißt, wo du Elpenor treffen sollst, richtig? Er lebt bei der Anlegestelle der Pilger. Aber Nikolaus' letzte Worte waren eine Warnung vor Schlangen im Gras. Klingt, als solltest du dich gut vorbereiten. Elpenor sollte sich gut vorbereiten. Wir treffen uns bei Apollons Tempel in Delphi, wenn die Schlangen erledigt sind. Ganz ehrlich, wenn das... wird eine Menge erklären müssen. Wenn das Orakel... Ja, unser Bruder gesagt hat, unser Bruder soll sterben. Dann kann uns vielleicht das Orakel auch einfach sagen, warum sie das gesagt hat. Also bekommen wir vielleicht vom Orakel tatsächlich die Antworten, die wir brauchen. Helix-Credits. Nein, ich will keine Helix-Credits. Ah! Ich will einfach nur spielen. Spiel. Auch nach Phokis. Da, da. Okay, mit dem neuen Fähigkeitspunkt weiß ich ja schon, was ich haben will. Ich möchte, nämlich endlich Brandpfeile können. Und ich glaube, ich bekomme Brandpfeile, wenn ich Pfeilspitze verbessere. Als nächstes bekomme ich dann Sprengpfeile. Ich weiß, was ich mir ab Stufe 16 definitiv hole. Auch wenn das nicht gerade stealthy ist. Aber hey, es macht Bumm. Von Visionen und Visionären. Odyssee, Kapitel 2 Stück. Das ist... Kehrt Elpenor zurück und das spricht mit dem Orakel. Ja, wir wollten mit dem Orakel aber sprechen, wenn wir unten
durch sind. Oder wir gehen erst zum Orakel. Ich habe echt Angst, dass wir nicht mehr zum Orakel gehen können. Wenn wir die andere Seite gemacht haben. So, ich wollte im Inventar Pfeile herstellen. Wir können doch jetzt Brandpfeile und Giftpfeile. Boah, yay! Endlich! Und wir werden hier sehr viel Holz brauchen. Sehe ich schon. Brandpfeile. Ein kleines Stück Leinen wurde um die Spitze gebunden, sodass man den Pfeil anzünden und er getroffene Ziele verbrennen kann. Party! Und Giftpfeile. Diese Pfeile wurden mit Gift getränkt und können ihr Ziel schwächen. Party! Was fehlt uns? Leder. Wir müssen also mehr Tiere töten. Wölfe. Wir rüsten erstmal die hier aus. Wollen wir schon ablegen? Wir legen mal ab. Bereit zum Aufbruch! Ich muss erstmal schauen, wo wir hin müssen. Wir müssen wohin? Für die Quest. Habe ich keine ausgewählt? Doch, die hier. Oder, wie gesagt, entweder die obere oder erst die untere. Die obere haben wir erledigt und müssen wir eigentlich nur noch abgeben. Fuckes. Da haben wir noch gar nicht so viel erforscht. Und es ist spartanische Herrschaft. Ich werde dafür, wir machen aus Fokus mal Athena-Herrschaft. Das wäre so mein nächstes Ziel. Einfach mal aus Fokus Athena-Herrschaft machen. Ba, 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 ba. Ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Das Treibgut könnte nützlich sein. Ich finde die Musik, die Stimmung auf dem Boot so klasse. Ba, 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 ba. Oh, werden wir angegriffen? Offenbar nicht. Ba, 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 ba. Wieso werden mir da oben 300 Meter angezeigt und da noch 1000 irgendwas Meter? Oh oh! Jetzt runter! Oh oh! Es sind Piraten. Wieso können die so viel schießen? Genauer zielen!
Ich habe voll die Schiffssteuerung vergessen. Ich will da rein. Kann ich nicht einfach kentern? Also, nicht kentern, entern. Kentern kann ich bestimmt schnell. Na, wir werden untergehen. Oh, okay, vielleicht sollten wir verschwinden. Wieso konnte ich gerade nicht rammen? Dann macht schneller und könnt schneller. Dann müssen wir hoffen, dass die Piraten gleich abhauen. Wir werden sterben. Ja, ich bin hier fast da. Warum reißen die so lange hinterher? Wir sind fast am Hafen angelangt. Oh, die Ruder sind mir gerade egal. Ich will mein Schiff nicht verlieren. Ja, geil. Müssen Speicherung laden. Ich hoffe, das war an Bord. Ich habe halt null Ahnung aktuell, wie ich tatsächlich vernünftig auf dem Wasser überleben soll. Wolle Rose kaufen. Ich lasse mir Rosen lieber schenken. Kannst du ein bisschen schneller laden, Spiel? Meine Güte. Diese Ladezeiten. Okay. Ja, es war genau da, wo wir losgefahren sind. Immerhin. Vielleicht schaue ich mal im Menü nach. Da muss doch theoretisch stehen, wie ich angreife. Weil als wären R1 gedrückt, um Brandpfeile zu verschießen. Drücke R1, um Brandspeere zu werfen. Ich habe nicht genug Eisen, oder? Ich glaube, ich habe nicht genug Eisen.
Speerwürfel drücke oder halte R2, um zu werfen. Durch eine bessere Ausbildung können die Speerwerfer schneller werfen und nachladen. Pfeilsalven. Ich habe halt von allem zu wenig, theoretisch. Um da irgendwie was aufzubessern. Gesundheit für die gesamte Mannschaft. Ausdauerregeneration der Ruderer und Schwachstellenerzeugung durch... Danke, dass du mitgekommen bist, Odessa. Hallo HSV. Naja, ich spiele ja Odyssey und Marco spielt Origins. Das sind ja zwei verschiedene Spiele. Ja, ihr haltet das nicht durch. Oh nein. Die Ausdauer der Ruderer. Das ist so das Schlimmste, glaube ich. Das muss das Dringendste sein, was verbessert wird. Da. Ich hoffe, die Spartaner-Schiffe greifen uns jetzt nicht an. Die Piraten machen mir genug Probleme. Komme ich hier irgendwie an Land eigentlich? Die Insel? Darf ich hier an Land gehen? Ich würde halt gerne an Land gehen. Da sind Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Und da sind die Piraten wieder. Genau die Kackpiraten, die uns eben schon getötet haben. Kann ich es nicht einfach übernehmen, das Schiff? Rammen weiß ich halt auch noch nicht, wie es geht. Ich wollte es eigentlich entern, aber das ist auch okay. Wie ist das jetzt so leicht gelaufen? Haben uns die anderen Schiffe geholfen? Jetzt könnten wir theoretisch zu dem Ausrufezeichen. Wenn die Schiffe hinter uns weg sind. Und uns nichts tun. Das könnten wir noch eben schnell mitnehmen. Treibboot. Ich möchte jetzt eigentlich gern zu dem Ausrufezeichen, das da hinten war, wo die Piraten waren. Für was haben wir die sonst besiegt?
Okay, ich komme hier nicht hin von hier aus. Wir drehen. Juhu, Höchstgeschwindigkeit. Ich hoffe, vor Odessa geht's gut. Die liegt da so ein bisschen halb auf dem Boden. Geht nicht, gibt's nicht. Wie schön sich hier aber auch das Wetter ändert. Jetzt regnet es. Ich hoffe, ich kann die Quest über Wasser annehmen. Denn ich wüsste nicht, wo ich hier an der Insel anlegen kann. Okay, Haie. Hier wird es wahrscheinlich Haie geben. Bis dann. Da, da. Was gibt's denn? Hallo. Oh, die Götter schicken dich. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten! Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt! Bitte, ups! Rette ihn! Ich glaube, die. Ich werde dir haben wir gerade getötet. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder! Dann komme ich mit auf dein Schiff. Okay. Einverstanden. Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Böotien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Piratenmetzeln finde ich schon mal gut. Kannst du mir sonst noch etwas sagen? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit sein. Okay, lass uns Piraten jagen gehen. Wir finden die Piraten und retten deinen Bruder. Finden die Piraten bestimmt nicht so lustig. Aber erstmal erkunde ich hier ein bisschen die Insel. Und entdecke die Fragezeichen. Und markiere mir mal, wo die Quest mich hinführt. Belager der Banditen? Nein, Piraten. Wird mir doch auf Karte angezeigt? Ja. Gar nicht so weit weg. Okay, erst die Insel. Na, wie schön ist das bitte? Die Beleuchtung. Und die ganze Atmosphäre des Spiels. Das Wasser sieht so gut aus. Ich sammle gerade unterwegs noch ein paar Materialien ein, die wir ganz offensichtlich ganz dringend brauchen, auch für das Schiff, um das zu verbessern.
Was bist du für eine Schaluppe? Komme ich mit dir auch zu den Piratensachen? Das Erz hätte ich fast übersehen. Das ist kein Holz zum Mitnehmen. Da steht noch Holz. Da, 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 da. Da drüben ist die Insel. Kann ich da mit dem kleinen Bötchen hinfahren? Oder werde ich dann direkt umgebracht? Das ist ja Wetter wie bei uns. Die letzten Tage. Nur, dass wir nicht so eine schöne Aussicht hatten. So, ich denke, wir können mal den Tempel oder die Ruinen betreten. Schatzplündern. Es gibt 3 Schätze da drin. Grab, Räuberlein. Das ist also der Rückweg. Ein Auge. Wer beobachtet uns dann? Hi, Leichen. Mit Wasserleichen spielen. Yay! Hoch, runter, wie ging schneller? Ah, mit Viereck ist schneller. Das ist nicht von dieser Welt. Was? Hi. Hier geht's nach oben. Was bei Hades war das? Sieht so aus, als könnte ich noch nicht durch diese Tür gehen. Vielleicht ein andermal. Schade. Also höher Level liegt dann. Traurig. Dann müssen wir wohl ein anderes Mal wiederkommen. Merken wir uns das mal. Merken wir uns diese Insel. Und ich glaube, ich speichere kurz und schnapp mir die Schaluppe und fahre dann rüber. Was soll Schlimmeres passieren, als dass sie uns versenken? Und wenn ich davor speichere, dürfte das ja nicht so schlimm sein. Ich muss nur die Schaluppe wiederfinden.
Da. Ein Schalüppchen. Na, oh, so schön. Ups, ich wollte speichern. Schnell speichern. Ich meine, für irgendwas muss das Schalüppchen doch hier stehen. Da, das ist falsch rum. Bei Gewitter auf dem Meer zu sein, würde ich mir aber auch nicht wünschen, wenn ich ehrlich bin. Aber Cassandra ist eine mutige Frau. Nur eine Närrin segelt mit so einem Boot in tiefem Wasser. Sie kann nicht darüber segeln. Okay. Sie ist eine mutige Frau, aber keine Närrin. Also fahren wir zu unserem eigentlichen Schiff. Für was steht dann hier aber diese kleine Schaluppe rum? Das verstehe ich nicht. Was für einen Zweck hat sie an diesem Ort? Kann ich damit nur zu meinem... Ah, vielleicht kann ich damit zu meinem Schiff zurückfahren. Vielleicht ist das der einzige Zweck. Moin, ich bin wieder da. Ich wäre dafür, dass wir zu den Piraten gehen. Er ist Zimmermann. Die Piraten haben seinen Bruder entführt. Wenn wir den retten, wird er uns helfen. Dann jagt ihr euch auf ihr Lack! Legt euch in die Riemen! Rudert, als wäre Kerberos selbst euch auf den Fersen! Rudert ab! Los! Ba, ba, ba. Dann gehen wir mal gegen die Piraten. Ich meine, ein Schiff von ihnen haben wir immerhin schon zerstört. Das ziemlich lästig war. Kann ich hier absteigen einfach? Alles gut. Bin sofort wieder da. Ich würde sagen, ich brauche nur kurz Ikaros. Der mir sagt, wo die Piraten alle sind. Oh, oh, Verstärkungsfeuer. Da hatte ich gerade nochmal Glück. Wieso musstest du dich auch gerade umdrehen? Wenn ich eigentlich gerade dabei war, dir in den Arsch zu treten. Sind das beides Piraten?
Verstärkungsfeuer. Wo steht das? Dich hatte ich nicht gesehen. Da ist noch ein Kiss. Noch ein Schatz. Ein Schiffswrack. Kein Verstärkungsfeuer. Was habe ich denn als Verstärkungsfeuer gesehen? Der eine scheint nicht böse zu sein. Gut, der scheint nicht böse zu sein, also sollte ich ihn nicht töten. Also. Wie wär's mit Nahkampf, Mädchen? Jetzt bin ich selbst vergiftet. Großartig. Hey! So. Ja, und ihr seid auch stärker als ich dachte. Warte kurz. Ich bin überrascht, wie lange du durchhältst. Warte. Sie ist nicht in die Länge. Stimmt, auch steht ihr Männer ja nicht. Hi. Dich. Du kommst mit an mein Schiff. Und segle mit mir auf meinem Schiff. Du kannst was mit Gift und ich will dich haben. Wo ist der Bruder? Ach da. Moin. Kommst du? Eskortiere die gefangene Person in Sicherheit. Wo ist er in Sicherheit? Andere Richtung, okay. Bruder schickt mich. Dieser Narr schickt immer wieder andere für die Drecksarbeit. Wie schlimm ist es? Du wirst es überleben. Du wirst nicht überleben. Du wirst es du überleben. Du wirst es überstehen. Du bist eine schlechte Lügnerin. Aber gütig. Soll ich deinem Bruder etwas mitteilen? Sag meinem Narren von Bruder, dass ich... Ich wusste nicht, dass die Waage Lügen bedeutet. Nun. Sonst hätte ich ihm natürlich gesagt, dass er es nicht übersteht. Tust du mir was? Offensichtlich nicht.
gefunden? Wo ist er? Er hat es nicht geschafft. Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Nein, nein, nein! Verfluchte Götter! Auf diesem Schiff gab es nur Piraten, keine Götter. Ich bat ihn, mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich. Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben. Yay, wir haben einen Zimmermann. Was genau das bedeutet, weiß ich nicht. Aber wir können hier Sachen lagern und abholen. Was können wir denn hier lagern? Eigentlich alles, was wir so nicht brauchen. Dich würde ich immer lagern. Eigentlich von den Waffen her? Eigentlich nur die seltenen Sachen. Als andere gibt hier keinen Sinn, die zu behalten. Die Stiefel würde ich dann gleich anziehen. Dieses eine komische Schwert kann ich wieder mitnehmen. Entschuldigung, ich wollte nicht über dich drüber laufen. Ich habe dich einfach nur nicht gesehen. Stopp, ich wollte speichern, damit ich diesen Schatz mal hochbergen kann. Sechs Kriegerschaden, vier Feuerschaden. Ja, dann ist halt die eine Sekunde Vergiftungsdauer nicht dabei, aber der Rest ist ja sonst besser. Und das andere war, glaube ich, eine Gravur. Und ich habe eine neue Kapuze. Den Helm. Ja, nee. Finde ich jetzt nicht unbedingt besser. Ja, nochmal kurz speichern, weil wir uns umgerüstet haben. Und dann suche ich da unten den Schatz. Wenn ich da überhaupt schon drankomme. Scheint auf der anderen Seite der Insel zu sein. Wahrscheinlich eher bei den Haien. Das scheint genau unter uns zu sein. Wie soll ich da drankommen? Gibt's hier einen Zugang auf der Insel? Ich muss gleich mal Luft holen.
umrunde einfach mal die Insel. Einfach nur, um zu schauen, ob es da einen Zugang gibt. Weil das ist so tief unter der Erde. Ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass der Eingang da ist, wo die Haie sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass das im Grunde zwei Wachhaie sind. Wo? Da? Na gut. Schwimm doch. Das ist gerade das geringste Problem. Wir saufen nämlich gerade. Okay, ich finde halt noch nicht mal dieses blöde Frack richtig. Ist es das da vor mir? Das scheint auf jeden Fall was Schiffiges zu sein. Und unter Wasser kämpfen ist halt auch so semi-toll. Mir schwimmen die Haie mal mehr ins Schwert, als dass ich sie wirklich angreifen kann. Oh, oh, kämpf doch! Okay, wir müssen hoch. Wie lästig diese Stelle ist. Aber ja, hier soll es angeblich einen Schatz geben in dem Bereich. Wie dunkel es hier ist. Das alles gefällt mir nicht. Das war ein Schatz. Der andere liegt da drüben. Ich habe gleich keine Luft mehr. Nicht gierig werden. Raus. Oh, nein. Scheiße. Raus. Das wird ganz knapp. Sollten wir es schaffen. Boah, okay. Yay. Taucherurlaub in Griechenland. Ja, mit Haibegleitung. Hallöchen, Brauf und hallo, Zuckerfuchs. Und mit Piratenbegleitung, auch das noch. Und das alles nur für einen Rock? Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Rockstufe 11, der aber auch nicht wirklich toll ist. Yay. Ich streame direkt von der PlayStation, Zuckerfox.
Okay. Die Aufgabe hätten wir also auch erledigt. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt zu unserer Hauptquest. Und dann werde ich den Stream erstmal beenden. Weil ich eigentlich ja erst um 15 Uhr streamen wollte. Vielleicht wird es dann heute auch 16 Uhr. Je nachdem, wie lange ich noch brauche, um die Sachen so vorzubereiten. Hauptsache ihr fahrt. Die Beleuchtung ist halt echt stimmungsvoll eingesetzt in dem Spiel. Ich müsste die Hauptquest mal markieren. Ansonsten fahre ich dran vorbei. In diesen Gewässern zurecht. Beeindruckend. Das ist eine Kunst. Mein Vater sagte immer, wenn nichts dich blendet, such nach Bekannt. Vater ist also auch zur See gefahren? Nein, er war Töpfer. Aber er war ein Mann, der selbst an den dunkelsten Orten Licht sieht. Dann kommst du nach deinem Vater. So geht es uns allen, ob wir wollen oder nicht. Ich komme nicht unbedingt nach meinem Papa. Und doch, ich komme in einigen Punkten nach meinem Papa. Wobei ich immer dachte, ich komme mehr nach meiner Mutter, aber ich glaube, ich komme mehr nach meinem Papa. Zum Glück ist auf die Haare. Da komme ich mehr nach meiner Mutter. Ansonsten würde ich jetzt auch schon aussehen wie andere mit Haarausfall. So möchte ich auch mal reisen. 2 Dutzend Leute, die für mich rudern müssen. Ja, entspannt und dabei so schön singen. Und ich darf sie anbrüllen. Volle Fahrt! Wir wollen doch anlegen. Gut, dass die Anlegestelle so schön beleuchtet ist. Willkommen. Schöne Stadt. Martha hat mir früher von Kira und den Heiligen Kriegen erzählt. Ich frage mich, ob sie je hier war. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer bist du? Zu dir komme ich auch später zurück. Erstmal die Hauptquest. Und dann schaue ich mir die Stadt tatsächlich richtig entspannt an. Also im nächsten Stream dann. Ich will hier halt nur eben noch die Hauptquest abgeben. Und heute Nachmittag streame ich dann ja Uncharted The Lost Legacy. Aber ich hatte heute Morgen so Lust, Assassin's Creed weiter zu spielen, nachdem Marco gestern Origins weitergespielt hat. Ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Also, weiter im Text. Hoch. Hui! Vielleicht speichere ich kurz. Ich weiß ja nicht, was da drin passiert. Ich habe ja meine Aufgabe nicht wirklich erfüllt. Ich habe meinen Vater nicht umgebracht. Ah, Söldnerin. Wie war es in Megaris?
Der Wolf ist tot. Lügnerin! Der volle Lohn, wie versprochen. Dachtest du, ich würde feilschen? Ach, komm, Cassandra. Ich schicke nicht jeden Tag jemanden los, den eigenen Vater zu töten. Aber du wusstest das? Er ist ein wahrer Vater, oder? Moment, woher weißt du, dass er mein Vater ist, beziehungsweise dann auch nicht mal ein richtiger Vater ist? Was? Warum wolltest du Nikolaus tot sein? Warum musste ich Nikolaus töten? Weil ich wusste, dass du es kannst. Oh, warum ihn? Weil er genial war. Er hätte Athen in einem Monat oder zwei erobert. Und Stentor verfügt nicht über die Gerissenheit des Wolfs. Du wolltest Athen retten? In einem schnellen Krieg ist kein Geld zu machen. Ich weiß. Es ist etwas viel auf einmal. Komm. Sag mir, Söldnerin, hast du etwas von Wert bei deinem Treffen mit dem Wolf gelernt? Mein echter Vater lebt vielleicht noch. Meine Mutter ist noch am Leben. Das verrate ich dir nicht. Ich vertraue dir nicht. Genug geredet. Ich sollte dich hier und jetzt umbringen. Die Wut, der Zorn. Und sie sagten, du wärst anders. Aber Blut ist dicker als Wasser, nehme ich an. Sie? Welches Blut? Du lässt wirklich lieber die Muskeln sprechen als deinen Verstand. Eine Schande. Ich hätte dich für weitere Aufträge brauchen können. Malaka! Du meinst, du kannst Spielchen spielen? Moment, ich hab nur gesagt, ich verrate dir nichts. Warum werde ich jetzt gleich so mega aggressiv? Das habe ich nicht ausgewählt. Spiel. Ich habe nur gesagt, ich verrate dir nicht, was ich herausgefunden habe. Nicht, ich will ihn abschlachten. Da war auch kein Kampfsymbol. Außer ich habe das übersehen. Ich wollte nur nicht, dass er meine ganze Familiengeschichte kennt. Ich meine, hallo, was geht denn das an? Was geht dich mal an, ob meine Mutter noch lebt? Pino hat sich wie ein Feigling verdrückt. Ich sollte mich in seinem Haus umsehen. Gut, machen wir das. Ein Brief an Elpeno. Oh, Phoebe, du hast ihn direkt zu mir geführt. Entschuldigung, ich möchte sie gerne abschlachten, wenn das keine Umstände bereitet. Ja, ganz ehrlich? Da stand nur, ich sag ihm nicht, was ich herausgefunden habe. Nicht, dass ich ihn umbringe. Geretos, du hattest recht mit dem kephallenischen Bauernmädchen. Sie hat mich direkt zu den Söldnerinnen bei den alten Ruinen von Carnioi geführt. Gut, dass du sie aufgespürt hast. Nun muss ich beide dazu bringen, dass sie mir trauen. Wusstest du, dass ich das Theater liebe? Wie auch immer, deine Bezahlung findest du in Focus, unterzeichnet Elpenor. Gut, dass ich ihm nicht vertraut habe. Pino sucht nach einer Frau. Auf wen er es wohl jetzt wieder. Na, deine Mutter, schätze ich mal. Er wollte erst, dass du den Vater umbringst und jetzt wahrscheinlich deine Mutter. Elpenor, bezüglich deiner Suche nach dieser Frau, wenn jemand weiß, wo sie sich aufhält, dann am ehesten die verrückte Priesterin im Heiligtum des Asklepios. Ich würde selbst dorthin gehen, aber sie macht mir Angst, deine ergebene Antonide. Was hat er gegen meine Familie? Elpeno hat sowohl an Sparta als auch an Athen Waffen verkauft. Der Krieg ist in seinem Interesse. Ich habe viele heimtückische Menschen getroffen, aber sie waren nichts im Vergleich zu Elpeno. Jeden Stein werde ich umdrehen, bis ich diese widerwärtige Schlange gefunden und zur Strecke gebracht habe. Das Geld braucht er dann ja auch nicht mehr. Der Helm des Wolfs, bla bla bla. Okay. Ist halt das Schwarz-Weiß, diese Schwarz-Weiß-Diplomatie. Mitarbeiten oder sterben, ja? Kacke? Naja. Gut, dass wir ihm, wie gesagt, nicht vertraut haben, denn er hat es offenbar irgendwie auf meine Familie abgesehen. Nun, was heißt das jetzt für meine Quests? Äh,
Nikolaos hatte Cassandra vor Schlangen im Gras gewarnt. Als Elpenor versuchte, sie an der Anlegestelle der Pilger zu töten, streifte er seine Haut ab und zeigte sein wahres tödliches Gesicht. Finde Elpenor. Okay. Und danach zum Orakel von Delphi gehen. Aber wie gesagt, ich würde den Stream jetzt erstmal beenden, bis heute Nachmittag, wo ich dann Uncharted The Lost Legacy weiterspiele. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Und ja, vielleicht bis später. Entweder 15 oder 16 Uhr. Bis dann.